Weil der Körper dann auch langsam an seine Grenzen geht. Also ich merke das auch, dass ich schwacher werde, dass mir alles wehtut und ich möchte eigentlich ein, zwei Tage mal ein bisschen relaxen machen, vielleicht mal in den Whirlpool legen oder so. Einfach ein bisschen entspannen und dann halt Montag wieder Vollgas geben. Und ja, hoffe, dass das dann ganz gut wird. Ich habe nochmal mal ein paar Informationen über meinen Gegner. Also er ist wohl wirklich ziemlich dünn. Ich habe ihn ja nur besoffen kennengelernt. Also ich war ja schon besoffen, als ich ihn kennengelernt habe. Und als ich dann mich über diese Wette mit ihm verabredet habe, war ich ja sternhagelvoll. Aber ich habe mir jetzt nochmal Leute angeguckt, die ungefähr sein Gewicht und seine Größe haben und muss wohl sehr, sehr dünn sein. Also da ist nicht. Natürlich darf man das nicht unterschätzen. Er ist ziemlich agil, ne? Hat natürlich ziemlich viel Power wahrscheinlich und hat relativ viel Ausdauer. Deswegen muss man da schon vorsichtig sein, aber ich habe trotzdem vielleicht noch einen kleinen Vorteil durch meine relativ große Körpermasse. Und hoffe, dass ich den gut nutzen kann. So, dann wollen wir jetzt mal schauen. Also in diesem Timmy-Thread hat sich nicht mehr so viel Wichtiges getan im Moment, aber ich muss mir den nochmal genau durchlesen. Auch viel jetzt einfach nur überflogen. Was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte, wer von euch Bock hat, ja, da bei so einer Veranstaltung mal mitzuboxen, der kann sich einfach bei mir melden unter pius@pokerstrategy.com, kann man mir dann eine E-Mail schreiben. Und vielleicht hat der eine oder andere Bock. Ja, Gegner wird dann, gibt es dann Matchmaking, dass man dann auch einen passenden Gegner findet. Noch besser ist natürlich, ihr bringt euch den Gegner gleich mit ein, bringt ihn gleich mit. Ja, und aber dann auch trainieren. So, mehr Sex, besserer Poker. Moin, was sagt ihr zu der These, wer mehr Sex hat, spielt besser Poker? Jetzt müsst ihr Farbe bekennen, Leute. Also ich persönlich würde erstmal so anfangen, wer gut Poker spielt, hat viel Kohle und viel Kohle hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber wer viel Kohle hat, hat auch die geilen Weiber. Das ist nun mal einfach so, ja. Macht, Geld, gleich Sex. Ja, noch besser natürlich beides, also entweder Macht oder Geld. Macht und Geld ist natürlich noch besser, ja, dann hat man noch mehr Sex. Ob das jetzt was über die Qualität des Sex aussagt, ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, da muss ich vielleicht mal in mich gehen. Aber natürlich kann man sagen, okay, wer viel Sex hat, hat auch automatisch vielleicht irgendwann einen besseren Sex, weil er mehr übt. Wobei es auch eine gewagte These ist. Weiß ich nicht. Ist aber auch eigentlich vain. Werde ich gleich mal bewerten. Mit einem uninteressanten. So. Das ist ja cool. Man kann ja die Threads hier alle bewerten. Sollte man auch machen. Ich finde, man sollte diese Bewertungsfunktion nutzt die. Ja? Wenn Leute Scheiße posten, direkt Daumen runter. Jetzt kriege ich wahrscheinlich erstmal 1000 Daumen runter bei mir, bei meinem Videoblog-Eintrag als Comments. Ich sehe schon kommen. Spart's euch, ich hab's schon verstanden. Queens Blog, da will ich aber nochmal reingucken. Gibt es da eigentlich Fotos von den Mädels? Ah ja. Ach, hier so eine Superstar-Folge haben die hier gepostet. Solche Vlogs, solche Videoblogs sind ja auch generell ganz cool, ne? Also, wenn man mal bei YouTube Blog eingibt, da hast du die finstersten Gestalten, wo du denkst, dass sie sich überhaupt ins Fernsehen trauen, so mehr oder weniger. Oder ins Internet. Das ist schon echt peinlich. Also es gibt wirklich Leute, wo du denkst, weg von der Kamera. Bitte. Sicher, ich bin auch kein Modeltyp, ja, aber auf der anderen Seite, ich weiß es wenigstens. Aber es sind auch so Leute dann, die von sich so richtig überzeugt sind, ja, und die dann auch so tun. Also nicht so wie mit selbst, nicht so selbstironisch, wie ich das vielleicht manchmal mache, ja, sondern wirklich überzeugt sind, dass das, was sie der Welt gerade mitzuteilen haben, die Welt auch interessiert. Ja, und ich denke mir dann wirklich nur Wayne, 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 Wayne. Naja, gut. Ich werde mir das Ganze jetzt mal anschauen und dann, wenn das einigermaßen postbar ist, dann werde ich es veröffentlichen. Sonst werdet ihr es einfach nicht zu sehen bekommen. Und ich werde was Neues für euch machen. Bis dann.